Wir befinden uns hier im Moment unten am Dreischeibenhaus vor dem Schauspielhaus. Wir hatten heute die Gelegenheit, uns das Schauspielhaus anzuschauen ohne Fassade. Die Fassade ist mittlerweile vollständig abgebrochen. Bis auf den Bühnenturm steht die Fassade oder steht das Schauspielhaus komplett im Rohbau da. Wir sehen zum Teil den nackten Rohbau, in dem wir die Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit den unterschiedlichen Ausfachungen erkennen können, und wir sehen schon zum Teil das Schauspielhaus abgeplant als Witterungsschutz für die nächsten Monate, um Durchfeuchtungen zu verhindern. Wir haben, bevor wir angefangen haben, das Haus abzubrechen, im Dezember letzten Jahres ein vollständiges 3D-Aufmaß gemacht von dem Gebäude. Im Prinzip sind lauter Fotos gemacht worden, die dann zu einem 3D-Modell zusammengefasst wurden. Damit haben wir die äußere Kubatur des Gebäudes komplett gesichert und einmal dokumentiert als Zielvorgabe für den Neubau. Das heißt, es ist die äußere Hülle, die unverändert bleiben muss. Und als zweiten Wert, auch als Grundlage für die Planung, brauchten wir jetzt das 3D-Aufmaß des Rohbaus. Und jetzt wissen wir genau, wie wir den Aufbau der Fassadenkonstruktion in jedem Bereich machen müssen, um nachher unsere Zielvorgabe, nämlich die äußere Kubatur, wie im Bestand wiederherstellen zu können.